Wir müssen uns darum kümmern. Ich freue mich über die Frage, weil wir gestern eine KI-Redaktion gegründet haben. Und Sie glauben nicht, wie schwer das ist, weil ich da Geld investiere und dann Leute sagen, Mensch, da könntest du noch von dem Geld ein schönes Filmchen machen. Ich glaube, da kommt eine neue Welle. Es gibt im Bundestag eine Enquete-Kommission zur künstlichen Intelligenz. Ich glaube, wir geben 3 Milliarden aus, die Chinesen 300 Milliarden. Und da gibt es die Arbeitsgruppe Wirtschaft, die CDU, die zweitstärkste Fraktion ist im Bundestag noch die SPD, die macht Arbeit und Soziales. Und wer macht die Arbeitsgruppe Medien? Die AfD. Das sind diejenigen, die in den sozialen Medien am geschicktesten agieren. Die auch mit Fake und Hate operieren und die an der Stelle den demokratischen Diskurs in den digitalen Medien durcheinander bringen. Ich will es mal so sagen, weil da auch mit Lügen gearbeitet wird. Ich sage das hier so deutlich. Eine demokratische Partei ist nicht verboten, wir haben sie auch in den Programmen, aber das gefällt mir nicht, was da läuft. Und die haben jetzt die Arbeitsgruppe KI. Und ich denke mir, was wollen die damit? Und dann sage ich, dass wir als Qualitätsmedien uns dieses Themas annehmen müssen. Die Welle kommt. Und es ist leicht, Sportergebnisse über KI auszuspielen. Aber es werden auch dann Nachrichten über KI ausgespielt, Und wir müssen gucken, ist das mit unserer journalistischen Ethik vereinbar? Wir müssen da an die Spitze kommen. Wir dürfen nicht immer die Letzten sein. Die Letzten waren wir in den sozialen Medien, bei Facebook und bei Twitter. Und Fake und Hate ist das Ergebnis. Ich will nach vorne. Ich will da einen Pressekodex mitentwickeln. Das ist das, was unsere Aufgabe, unsere Pflicht ist. Haben wir im Hörfunk, haben wir im Fernsehen, haben wir in den sozialen Medien nicht, weil wir das einfach haben geschehen lassen. Also wir müssen den Stier bei den Hörnern packen. Wir haben tolle Wissenschaftler in diesem Land und wir müssen da ein bisschen mehr Geld investieren. Wir als Öffentlich-Rechtlicher investieren jetzt ein bisschen. Und ich will da mitmischen. Ich will den Algorithmus selbst bestimmen lassen und mich nicht von den Fuzis von der Westküste über SEO organisieren lassen. Die dürfen mir nicht vorschreiben, wie ich meine Texte zu organisieren habe und wie der Algorithmus programmiert wird.